damit kommen wir in die Schlusskurve. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 31. Wer daran nicht teilnehmen möchte, der kann sich jetzt ganz schnell verabschieden. Die anderen können sich schnell setzen. Vereinbarte Debatte anlässlich der erstmaligen Verleihung des Virchow-Preis for Global Health. Virchow-Preis für globale Gesundheit. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wer kann sich noch nicht entscheiden? Doch, jetzt sitzen alle. Wunderbar. Dann eröffne ich die Aussprache und das Wort erhält Heike Behrens für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. An diesem Wochenende ist Deutschland und speziell Berlin das Zentrum der globalen Gesundheit. Der World Health Summit zieht wieder alle wichtigen Akteure in die Stadt. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, könnten kaum größer sein. Nicht nur, dass die Covid-Pandemie noch nicht vorüber ist. Im Juli hat die Weltgesundheitsorganisation mit den Affenpocken einen weiteren weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die globale Erwärmung, Krieg und dadurch ausgelöste Hungersnöte und Migrationsbewegungen gefährden die Gesundheit von Mensch und Natur. Wir haben uns als Staatengemeinschaft mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen vorgenommen, bis 2030 Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen auf der Welt zu sichern. Als Parlament und Regierung sind wir uns dieser Verantwortung bewusst und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Ziel zu erreichen. Der Virchow Prize for Global Health, der an diesem Wochenende erstmalig vergeben wird, richtet seinen Fokus auf diese drängende Herausforderung. Von nun ab regelmäßig sollen mit diesem Preis Persönlichkeiten, Wissenschaftler oder zivilgesellschaftliche Initiativen ausgezeichnet werden, die mit ihrem Engagement und ihrer Leistung dazu beitragen, die Gesundheit der Menschen und des Planeten zu sichern. Und ich freue mich sehr, den Spiritus Rector hinter diesem Preis heute auf der Tribüne hier begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Professor Detlef Ganten, schön, dass Sie uns in dieser Debatte die Ehre geben. Und auch ein herzliches, Willkommen an Sie, lieber Herr Roland Göde, als weiteres Gründungs- und Kuratoriumsmitglied der Stiftung. Sie haben mit dem Virchow Prize for Global Health die erste Auszeichnung mit international höchstem Prestige für dieses Thema geschaffen. Und Sie unterstreichen damit gleichzeitig, Deutschland und insbesondere Berlin ist immer mehr ein wichtiger Ort, the place to be, wenn es um das Thema globale Gesundheit geht. Damit wird auch das herausragende deutsche Engagement unterstrichen. Rudolf Virchow hatte einen weiten Blick. Er hat damals gesagt, die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Zu Zeiten Rudolf Virchows, also Ende des 19. Jahrhunderts, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung 35 Jahre. Heute gibt es noch immer Länder, in denen die Lebenserwartung deutlich zu niedrig ist. Nicht ganz so wie damals, aber immer noch viel geringer als hier bei uns, beispielsweise 54 Jahre in der Zentralafrikanischen Republik. Es sind heute die gleichen Gründe wie damals in Preußen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die Menschen ihre Lebensperspektive nehmen. Armut, Elend, zu wenig Bildung und schlechte Gesundheitsversorgung. Dem wirken wir entgegen mit unserem Engagement für globale Gesundheit. Mit Dr. John N. Kengasong fällt die Wahl auf einen würdigen ersten Preisträger. Ich möchte nicht der Laudatio am Samstag vorgreifen, aber lassen Sie mich einige wenige seiner
seines Wirkens, einige wenige Etappen seines Wirkens kurz nennen. Er hat alle genetischen Subtypen von HIV in Afrika sequenziert und klassifiziert. Er ist Gründungsdirektor des Africa Centers for Disease Control and Prevention. Im Juni 2022 wurde er zum US-Koordinator der Global AIDS Response als auch zum Special Representative der globalen Gesundheitsdiplomatie im US-Außenministerium als erste Person in diesem Amt von afrikanischer Herkunft benannt. Und er hat systemische und holistische Strukturen geschaffen, die die globale Gesundheitslandschaft wesentlich geprägt und grundlegend verbessert haben. Ich denke, ich darf im Namen des gesamten Hauses ihm ganz herzlich zu dieser Preisverleihung gratulieren. Und ich danke den Stiftern dieses Preises und den Initiatoren dieses Virchow Prize for Global Health ganz herzlich. Ich glaube, Rudolf Virchow fühlte sich geehrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion Hermann Gröhe. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Eine vereinbarte Debatte am Vortag der erstmaligen Verleihung des Rudolf-Virchow-Preises für globale Gesundheit ist ein starkes gemeinsames Zeichen, ebenso wie die Tatsache, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft über diese erstmalige Verleihung übernommen hat. Wir würdigen damit gemeinsam nicht nur diese Preisverleihung, die schon jetzt auch international Aufmerksamkeit erhalten hat, ehren nicht nur die Erinnerung an einen herausragenden Arzt, Wissenschaftler und Politiker Rudolf Virchow, den Namensgeber dieses Preises, der gestern vor 201 Jahren geboren wurde. Uns eint, und Frau Kollegin Behrens hat es angesprochen, weitgehend in diesem Haus und sicher mit der Stiftung, die diesen Preis verleiht, und vielen auf der Welt die Verpflichtung auf die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die sich die Völkergemeinschaft 2015 gegeben hat und bei der wir mit Schrecken feststellen müssen, wie sehr uns Pandemie und Krieg in der Ukraine und globale Folgen auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele zurückwerfen und auffordern, mit ganzer Kraft weiter für sie zu arbeiten. Ziel Nummer 3, Health for All, Gesundheit für alle. Das ist keine Reihenfolge. Wenn man die Ziele sich insgesamt ansieht, geht es darum, wechselseitig die Bedingungen für die Erreichung dieser Ziele zu beschreiben. Und wenn es um Gesundheit für alle geht, dann gehört natürlich dazu der Sieg über den Hunger, wenn wir an fehlernährungsbedingte Krankheiten nennen, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, endlich Geschlechtergerechtigkeit, wenn es um den Zugang zu Bildung beispielsweise geht. Und natürlich müssen auch die dramatischen gesundheitlichen Folgen der globalen Klimakrise hier genannt werden. Dieses ganzheitliche Denken der nachhaltigen Entwicklungsziele passt so gut zu Rudolf Virchow, ja, macht seine prophetische Kraft geradezu deutlich. Denn Rudolf Virchow wollte eben Krankheiten nicht vor allen Dingen deswegen oder allein deswegen besser verstehen, um sie besser bekämpfen zu können, sondern um für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen einzutreten. Meine Damen, meine Herren, in den letzten Jahren ist globale Gesundheitspolitik zu einem Markenzeichen deutscher internationaler Verantwortung geworden. Das gilt für die Entwicklungspolitik, das gilt für die Gesundheitspolitik und weitere Politikfelder. Ich nenne Stichworte wie den Einsatz gegen die Gefahr durch Antibiotikaresistenzen, die Folgen aus der Ebola-Ausbruch 2014-15 in Westafrika oder die Erfahrung der noch laufenden Pandemiebekämpfung. Anknüpfen kann Deutschland dabei an eine große Tradition, etwa in der Tropenmedizin. Ich will aber ausdrücklich auch den Beitrag der vielen nennen, die aus allen Gesundheitsberufen, beispielsweise mit Ärztinnen und Ärzten ohne Grenzen in arme Länder des Südens gehen, um dort zu helfen. Herzlichen Dank für diesen großartigen Einsatz, meine Damen, meine Herren. Das Bekenntnis Deutschlands zur globalen Gesundheit ist in vielerlei Hinsicht auch Zivilgesellschaft deutlicher geworden. Denken wir an den Global Health Hub, die Deutsche Forschungsallianz oder die globale Gesundheitsallianz der deutschen Wirtschaft. Die Antwort der Völkergemeinschaft, in Berlin eine WHO-Einrichtung zu schaffen, die sich der besseren Datenerhebung, der besseren Analyse globaler Gesundheit
Risiken widme, zeigt, dass das auch international wahrgenommen wird. Und ich nenne auch bewusst, liebe Frau Kollegin Behrens, lieber Georg Kippels, vor allen Dingen Herr Vorsitzender, lieber Herr Ullmann, die Schaffung eines Unterausschusses globale Gesundheit in diesem Parlament. Denn damit wird deutlich, wir wollen, dass das Thema globale Gesundheit beständig auf der Tagesordnung deutscher Politik bleibt und eben nicht nur, wenn Krisen uns dazu zwingen. Insofern ist auch das eine wichtige Einrichtung. Ich glaube, dass dabei die Virchow-Stiftung, der Rudolf-Virchow-Preis für globale Gesundheit, eine wichtige Unterstützung sein kann. Und ich freue mich mit Ihnen, liebe Frau Behrens, über John Kengason als ersten Preisträger. Sie haben erwähnt seine Tätigkeit als Gründungsdirektor des African Center for Disease Control and Prevention. Und das war ja so wichtig, jetzt auch in den letzten Jahren zu erfahren im Rahmen der globalen Antwort auf Covid, dass damit in Afrika eine selbstbewusste, eine starke Beteiligung an Fragen der globalen Gesundheitsvorsorge entstanden ist. Wahrlich ein herausragender erster Preisträger. Meine Damen, meine Herren, es ist eine Initiative entstanden aus der deutschen Zivilgesellschaft. Und wegen der starken Verwurzelung in der Wissenschaft nenne ich den Präsidenten der Leopoldina, Gerald Haug, den Präsidenten Christoph Marchis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Aber wenn Sie sich die Gremien ansehen, nicht zuletzt die Jury, dann finden Sie dort Männer und Frauen aus vielen Teilen der Welt, nicht zuletzt hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem globalen Süden. Zusammengerufen hat sie, und erlauben Sie mir, dass ich als Mitglied des Kuratoriums auch sage, uns, der eben schon begrüßte Detlef Ganten, ein starker Visionär, ein beharrlicher Antreiber, wenn ich an ihn auch als Gründungspräsidenten des World Health Summit denke. Herzlichen Dank, lieber Detlef Ganten. Meine Damen, meine Herren, freuen wir uns nicht nur auf die morgige Preisverleihung, sondern auf möglichst viele Preisträgerinnen und Preisträger, die uns Ermutigung sein mögen und wo notwendig auch Ermahnung, nicht nachzulassen, in unserem beharrlichen Wirken unseren Beitrag zu leisten, damit Gesundheit für alle Wirklichkeit wird. Herzlichen Dank. Nächster Redner in dieser Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen Johannes Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Gäste, liebe Professor Ganten. Die kommenden Tage werden wichtige Tage für die globale Gesundheit. Morgen wird hier in Berlin der Virchow-Preis für globale Gesundheit verliehen. Und mehr als 6.000 Teilnehmende aus über 100 Ländern kommen für den am Sonntag beginnenden Weltgesundheitsgipfel hier in Berlin zusammen. Deswegen ist es gut, dass auch wir im Bundestag uns mit globaler Gesundheit befassen. Globale Gesundheit. Woran denken Sie, wenn Sie das hören? Viele wahrscheinlich vor allem an Infektionskrankheiten im globalen Süden. Tuberkulose, HIV, Malaria und seit März 2020 vermutlich auch an Pandemien. Das ist alles richtig, aber wenn wir über globale Gesundheit sprechen, müssen wir noch weiter ausholen. Im Jahr 1848 brach in Preußen eine Typhusepidemie aus. Der genannte Rudolf Virchow, der den Preis auch bestimmt hat, den Namen, machte damals die Politik verantwortlich und forderte eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln. Virchow hat früh verstanden, wie sehr unsere Lebensumstände unsere Gesundheit beeinflussen. Man könnte ihn quasi als Begründer von Public Health bezeichnen. Ausreichend Nahrung, saubere Städte und nicht zuletzt auch der Elektroherd haben vermutlich mehr Leben gerettet, als alle medizinischen Eingriffe es jemals könnten. Das soll mitnichten die großartige Leistung von Gesundheitsberufen schmälern, sondern einordnen, wo Politik aktiv werden muss. Bei den Lebensumständen, bei Prävention, damit Menschen gar nicht erst krank werden. Als ich noch als Kinderarzt in Weiterbildung gearbeitet habe, habe ich mich oft gefragt, wie kann es sein? Wir geben im Krankenhaus alles dafür, damit Kinder gesund werden, und gleichzeitig zerstören wir als Gesellschaft die Lebensgrundlage eben dieser Kinder. Durch unseren enormen Ressourcenverbrauch überschreiten wir planetare Grenzen, zerstören Lebensräume und erhöhen dadurch auch das Risiko für neue Pandemien.
Diese Zusammenhänge sind in den letzten Jahren besonders deutlich geworden. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur gezeigt, was passiert, wenn sich ein Virus ausbreitet. Sie hat auch gezeigt, dass globale Gesundheit auch eine Frage der internationalen Zusammenarbeit, der sozialen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes ist. Und auf diese drei Punkte möchte ich kurz eingehen. Erstens, Corona hat gezeigt, was passiert, wenn Länder nationale Alleingänge betreiben, statt zusammenzuarbeiten. In manchen Ländern des globalen Südens haben wir noch immer eine Impfquote von unter 10%. Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch extrem kurzsichtig. Wir müssen endlich begreifen, dass Impfstoffgerechtigkeit kein Nice-to-have ist, sondern elementare Voraussetzung dafür, Pandemien effektiv zu bekämpfen. Dafür brauchen wir eine starke Weltgesundheitsorganisation, die finanziell gut aufgestellt ist. Wir stärken die WHO und werden auch weitere Reformprozesse anstoßen. Zweitens geht es bei globaler Gesundheit auch elementar um soziale Gerechtigkeit. In einem aktuellen Oxfam-Bericht heißt es, die Wahrscheinlichkeit, im globalen Süden an Corona zu versterben, ist um 30% höher als im globalen Norden. Und auch in Deutschland leiden arme Menschen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an einem schweren Verlauf. Damit wird klar, Gesundheit ist elementar mit Armut verbunden und Armut bleibt ein Gesundheitsrisiko. Deshalb müssen wir jetzt in Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung und Bildung für alle investieren. Und zwar global und national. Und drittens, die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie sehr Klima- und Biodiversitätskrisen mit der Gesundheit zusammenhängen. Dass 75% der neu auftretenden Infektionskrankheiten Zoonosen sind, ist kein Zufall. Es ist das direkte Resultat der Zerstörung von tierischen Lebensräumen und Artensterben. Gleichzeitig führt die Erderhitzung zu immer häufigen Extremwetterereignissen wie Dürren und Überflutungen. Die daraus resultierenden Ernteausfällen bedrohen direkt Millionen von Menschenleben. Das macht der gestern erschienene Welthungerindex noch einmal erschreckend deutlich. Und das wirklich Ungerechte dabei ist, diejenigen, die dazu am wenigsten beigetragen haben, sind am meisten davon betroffen. Deswegen wird die Weltklimakonferenz, die in wenigen Wochen in Ägypten stattfindet, so wichtig. Wir müssen endlich über Klimagerechtigkeit sprechen und unseren CO2-Abdruck reduzieren. Denn ohne Klimaschutz kann es keine globale Gesundheit geben. Liebe Kolleginnen, wie Virchow sagt, Politik gestaltet Lebensumstände und damit Gesundheit. Wir im Parlament beeinflussen mit unseren Gesetzen direkt die Qualität der Luft, die wir atmen, und des Wassers und unserer Ernährung. Deswegen sind wir alle, egal ob im Landwirtschaftsausschuss, im Verkehrsausschuss oder im Entwicklungsausschuss, immer auch GesundheitspolitikerInnen. Ich wünsche mir, dass wir bei jeder Entscheidung hier im Parlament Gesundheit mitdenken. Denn nur so erreichen wir auch globale Gesundheit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Marc Jongen für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Rudolf Virchow war ein beeindruckender Mann. Arzt, Begründer der modernen Sozialhygiene, aber auch Ethnologe und Anthropologe und zudem noch Abgeordneter, zunächst im preußischen Abgeordnetenhaus, dann im Reichstag. Jeder kennt das Virchow-Klinikum. Was für eine Zeit, als verdiente Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, aus der Wissenschaft die Abgeordneten stellten und nicht ParteifunktionärInnen ohne richtigen Studien- und Berufsabschluss, meine Damen und Herren. Der Virchow-Preis für globale Gesundheit hat also einen würdigen Namensgeber. Ob er dessen Erbe auch würdig fortführt, das ist fraglich. Erster Preisträger ist John Kenga-Song aus Kamerun, Virologe und langjähriger WHO-Funktionär, seit kurzem US-Gesundheitsdiplomat. Die 500.000 € Preisgeld erhält er für seine Verdienste
um die AIDS-Bekämpfung in Afrika, die er zweifellos hat, aber eben auch für sein Management der Corona-Maßnahmen dort als Sondergesandter der Weltgesundheitsorganisation WHO. Studiert man die Presseberichte, dann sieht man Herrn Kenga Song zunächst sich freuen, dass 400 Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson in Afrika eingetroffen sind. Im Mai diesen Jahres beklagt er, dass der südafrikanische Lizenzhersteller von Johnson & Johnson, er erwähnt jedes Mal den Herstellernamen, die Produktion einzustellen droht mangels Nachfrage. Meine Damen und Herren, wem es wirklich um die Gesundheit geht, der musste sich doch freuen, wenn Afrika trotz niedrigster Impfquote auch die niedrigste Sterberate weltweit hat und dass sich dort logischerweise niemand mehr impfen lassen will mit ungewissen Folgen für die eigene Gesundheit. Auch die Vorhersage von Herrn Kenga Song und seinen Auftraggebern, ohne flächendeckende Testung und Impfung würde der afrikanische Kontinent so wörtlich ausgelöscht werden, ist Gottlob glänzend widerlegt worden. Es besteht doch der dringende Verdacht, dass hier ein afrikanischer Karl Lauterbach geehrt wird, der aus dem Panikmodus nicht herauskommt, der sämtliche Impfnebenwirkungen, die immer eindeutiger und gravierender ans Licht treten, zynisch vom Tisch wischt und der es nicht erwarten kann, die Daumenschrauben der Maßnahmen wieder anzuziehen, ohne erwiesene Wirkung für die Gesundheit der Bevölkerung. Und darum muss uns, wenn wir globale Gesundheit hören, leider Angst und Bange werden. Denn globale Gesundheit, das bedeutet globale Biopolitik. Und damit erscheint ein globales Hygieneregime am Horizont, das nichts mehr mit der alten Sozialhygiene à la Virchow zu tun hat, das nämlich nicht mehr ansatzweise demokratisch kontrolliert ist, meine Damen und Herren. Zurzeit arbeitet die WHO an Smart Health Cards, digitalen Impfpässen, die de facto auch als Reisepässe dienen sollen, und an die, wer kann es ausschließen, ein Sozialpunktesystem nach chinesischem Vorbild technisch leicht geknüpft werden kann, wo die Bürger nicht nur für Impfungen, sondern auch für Wohlverhalten belohnt und bestraft werden, Zugänge verwehrt werden und so weiter. Das Ganze ist umso besorgniserregender, als private Geldgeber in der WHO mittlerweile das Sagen haben, allen voran die Bill und Melinda Gates Stiftung. Lesen Sie nicht auf irgendwelchen Verschwörungsseiten, sondern in der Welt am Sonntag, am 18. September nach, wie die Gates-Stiftung in der Corona-Pandemie alle Strippen gezogen hat, wie sie vor allem auf den Patentschutz für die Impfstoffe für einige wenige Pharma-Riesen beharrt und diesen damit exorbitante Gewinne beschert hat auf Kosten der Steuerzahler. Und bei rund 50 Milliarden Dollar Stiftungsvermögen kann man auch schon mal eine halbe Million stiften als Preisgeld für jemanden, der sich für die Verbreitung der Impfstoffe so wunderbar eingesetzt hat. Nein, ich komme zum Schluss, werte Lobredner von der Ampel und auch von der CDU, loben Sie einen Preis aus für die Konzentration der WHO auf ihre sinnvollen Kernaufgaben. Kümmern Sie sich auch um deren auskömmliche Finanzierung aus staatlichen Mitteln, um den Einfluss privater Geldgeber zurückzudrängen. Damit wäre der Weltgesundheit am meisten geholfen. Dann haben Sie uns auf Ihrer Seite. Vielen Dank. Und es erhält das Wort Dr. Andrew Ullmann für die FDP-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Professor Ganten oben auf der Tribüne, ich freue mich, dass Sie auch hier sind. Und ich freue mich als Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit, dass wir heute kurz vor der Verleihung des Virchow-Preises und dem World Health Summit diese Debatte aufgesetzt haben. Dafür haben wir uns auch gemeinsam stark gemacht. Und das ist ein sehr schönes Signal hier in die Bundesrepublik Deutschland, dass globale Gesundheit uns so wichtig ist. Doch bevor ich fortfahre, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um an Barbara Stamm zu gedenken. Heute findet in diesen Stunden die Trauerfeier für Barbara Stamm in meiner Heimatstadt Würzburg statt. Viele von Ihnen kennen Barbara Stamm. Sie galt als das soziale Gewissen Bayerns. Ihr Tod hat mich tief getroffen und sie wird uns alle als Mensch und Politikerin fehlen. Denn Barbara Stamm hat sich für ein gerechtes Gesundheitssystem eingesetzt. Sie hat das als Bayerin vor allem in Bayern getan. Aber das Streben nach einer gerechten und oder gerechteren Gesundheit ist nicht regional begrenzt. Dieses Streben vereint uns auch in der globalen Gesundheit. Denn wir haben
uns dem Ziel verpflichtet, dass alle Menschen weltweit einen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Und das ist nicht nur eine Frage der Menschlichkeit, sondern ist unsere gesellschaftliche Verantwortung und humanitäre Verpflichtung. Und ich denke und hoffe, dass Barbara Stamm dem heute zustimmen würde. Globale Gesundheit ist eine regionale, nationale und globale Aufgabe. Besonders stolz bin ich auf meine Heimatstadt Würzburg. Denn nicht nur, weil Rudolf Virchow, der Namensgeber des Preises, der morgen zum ersten Mal verliehen wird, auch in Würzburg tätig war, sondern auch und vor allem, weil globale Gesundheitsthemen sich dort in verschiedenen Bereichen wiederfinden. Zum einen unsere Truppenmedizin im Missio-Krankenhaus, eine Institution mit weltweiten Verbindungen und Aktivitäten der globalen Gesundheit. Zum anderen die DHWH, also die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, die an 130 Projekte in 23 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa unterstützt. Aber nicht nur in Würzburg, sondern deutschlandweit finden sich entscheidende Akteure, die die globale Gesundheitsversorgung vorantreiben. Wir finden bei uns ein besonderes Ökosystem für globale Gesundheit bestehend aus akademischen und wissenschaftlichen Einrichtungen, medizinischen Institutionen sowie privaten und zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren. Aufgrund dessen, weil die Bundesregierung dieses unterstützt und stärkt, und wir werden dieses auch weiterhin gemeinsam tun. Der Virchow-Preis wird für besondere Leistungen der globalen Gesundheit vergeben. Der Namensgeber dieses Projektes könnte nicht besser gewählt sein. Rudolf Virchow hat maßgeblich unser Verständnis von Medizin und Gesundheit geprägt. Er gilt als einer der Gründer der modernen Medizin, der modernen Pathologie und der Sozialmedizin. Und auch als Politiker machte er sich verdient. Mit seinem Schaffen hat er die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen zu seiner Zeit bis heute nachhaltig beeinflusst. Die Auszeichnung geht heute oder dieses Jahr vielmehr, und zwar morgen, an Dr. John Kengason für seine herausragenden Leistungen in der globalen Gesundheit. Er war Mitbegründer der African CDC und Prevention, und im Rahmen seiner Dissertation im Bereich Virologie wurden erstmals alle genetischen Subtypen von HIV in Afrika sequenziert und klassifiziert. Das ist, meine Damen und Herren, eine medizinische Leistung, die Tausende von Menschen zugute kam und die gesundheitliche Versorgung nicht nur in Afrika, sondern weltweit revolutionierte, ganz im Sinne der globalen Gesundheit. Ich möchte auch Dankeschön sagen an diejenigen, die einen Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Gesundheitsversorgung leisten. Dazu gehören Forschungseinrichtungen, die zivile Gesellschaft, die Unternehmen, denn ohne sie ginge es nicht. Die Herausforderungen, die sich heute uns stellen, könnten nicht komplexer sein. Die schwelende Pandemie und deren langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme, die globale Klimakrise sowie geopolitische und ökonomischen Folgen des Ukraine-Krieges. Umso mehr braucht es partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit aller Akteure, um das Ziel zu erreichen, Gesundheit für alle. Wir als Ampel und ich glaube auch mit der CDU zusammen werden alles daran setzen, gemeinsam mit unseren Partnern das Recht auf Gesundheit weltweit zu verwirklichen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 zu erreichen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Katrin Vogler für Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Morgen wird zum ersten Mal der Virchow-Preis für globale Gesundheit verliehen. Für sein wissenschaftliches und gesundheitspolitisches Wirken, vor allem in der Erforschung und Bekämpfung von HIV/AIDS und COVID-19, erhält der kamerunische Virologe John Nkengasong diesen Preis, und es ist sicherlich hochverdient und auch im Sinne des Namensgebers.
Ich habe allerdings Zweifel, dass Rudolf Virchow, der große Pathologe, Anthropologe und Menschenfreund, so begeistert davon wäre, welche Kreise sich nun mit seinem Namen schmücken. Nur leider kann er sich nicht mehr wehren. Der Preis wird verliehen von der Virchow Foundation, einer privaten Stiftung, die über die German Health Alliance eng verbunden ist mit dem Bundesverband der deutschen Industrie. Und die Mitgliederliste dieser Allianz liest sich nicht zufällig wie das Who is Who der deutschen Gesundheitswirtschaft, von der Pharmaindustrie bis zum Versicherungskonzern. Sie leisten sich hier ein bisschen Weißwaschen, während sie ansonsten mit ihren Geschäftspraktiken gerade dafür sorgen, dass Menschen im globalen Süden ihr Menschenrecht auf Gesundheit nicht verwirklichen können, indem sie Technologietransfer verhindern, wissenschaftlichen Nachwuchs abwerben und die Gesundheitssysteme überall auf der Welt nach den Prinzipien von Markt und Profit gestalten wollen. Und es wird noch doller. Eine der Stifterinnen ist obendrein Friede Springer, deren Medienkonzern wie kein zweiter in Deutschland in den 80er und 90er Jahren die Brandmarkung von HIV und AIDS als Schwulenseuche und die Hetze gegen die Betroffenen zum Geschäftsmodell gemacht hat und damit die Aufklärung und Prävention konterkariert hat. Rudolf Virchow, meine Damen und Herren, hat das nicht verdient. Er war ein aufrechter Humanist, der erkannt hatte, dass es darum geht, die Verhältnisse so zu verändern, dass Menschen eben nicht erkranken und dass jeder Mensch das gleiche Recht auf Zugang zur Gesundheitsversorgung auf dem Stand der aktuellen Wissenschaft hat. Er sagte, eine vernünftige Staatsverfassung muss das Recht des Einzelnen auf eine gesundheitsmäßige Existenz unzweifelhaft feststellen. Recht hat er. Und ich ergänze, Gesundheitsversorgung darf nicht abhängig sein von der Herkunft, vom sozialen Status, vom Geschlecht oder vom Geldbeutel. Es ist die Pflicht aller Staaten, sie zu gewährleisten und sich dabei nicht abhängig zu machen vom Mäzenatentum einiger Superreicher. Wir brauchen kein Weißwaschen und keine neuen Märkte für deutsche Unternehmen, sondern endlich globale Gerechtigkeit bei der Gesundheitsversorgung. Oder lassen Sie mich das noch mal mit Virchow sagen. Wer kann sich darüber wundern, dass die Demokratie und der Sozialismus nirgends mehr Anhänger fand als unter den Ärzten? Dass überall auf der äußersten Linken, zum Teil an der Spitze der Bewegung, Ärzte stehen. Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Tina Rudolph für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Professor Gantin und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie sich auch an einem Freitagnachmittag noch hier auf die Tribünen des Plenums begeben haben und unseren Debatten zu lauschen. Der Namenspatron des neu ins Leben gerufenen Virchow-Preises für globale Gesundheit, Rudolf Virchow, hat stets versucht, einen wichtigen Aspekt mit Aufmerksamkeit zu versehen. Und zwar den, dass Gesundheit und Krankheit eng in Zusammenhang stehen mit den Lebensbedingungen der Menschen. Nun, 120 Jahre nach seinem Tod, hat sich die Welt sehr verändert, aber diese Kernaussage stimmt nach wie vor. Wir haben sie mittlerweile um das Konzept von One Health erweitert, also um die Erkenntnis, dass die Gesundheit, die Umweltgesundheit, Tiergesundheit und menschliche Gesundheit eng zusammengedacht werden müssen. Mit dem Fortschreiten des Spätes klatschen, aber danke, es kommt. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels, Umweltveränderungen und dem Biodiversitätsverlust haben wir auch Entwicklungen in Kauf genommen und wir haben selbst zu einer Welt beigetragen, die die Lebensgrundlagen von Menschen existenziell bedroht und zerstört. Dürren, Überschwemmungen, Zoonosen, Hunger und Armut sind die Folge und sind vor allem im globalen Süden spürbar. Heute sind das die größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit und damit die größten Bedrohungen für unser aller Wohlergehen und Leben. Und es ist höchste Zeit, dieser Dramatik mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns in all diesen Feldern entschiedener handeln. Die Covid-19-Pandemie hat auf vielfältige Art und Weise die Lage in den Ländern des globalen Südens noch verschärft. Man spricht auch von einer Polypandemie. Weil sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Bereichen betroffen sieht und weil sich Lebensbedingungen in vielen Bereichen enorm verschlechtert haben. Die Covid-19-Pandemie hat die Armutsspirale neu entfacht.
Die Prävention und die Behandlung von zahlreichen Krankheiten wie HIV und AIDS, Tuberkulose und Malaria mussten massive Rückschritte verzeichnen. Und bisher schon strukturell schwache Gesundheitssysteme wurden weiter geschwächt. Besonders betrifft das die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen und Mädchen, insbesondere im Bereich ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte. In 18 Ländern ist ein enormer Anstieg der Mütter- und Kindersterblichkeit zu beobachten. Es sind verheerende Rückschritte in der Bekämpfung genderbasierter und sexualisierter Gewalt zu sehen. Und um das an einigen Beispielen mal konkret zu machen und durch Zahlen zu unterlegen, durch weniger Präventionsprogramme im Zuge der Pandemie werden bis 2030 vermutlich 2 Millionen zusätzlicher Fälle weiblicher Genitalverstümmelung und 10 Millionen zusätzliche Kinderheiraten erwartet. Das sind wahnsinnig schockierende Zahlen und wir müssen alles dafür tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem rasch entgegenzuwirken und solchen Sachen in der Zukunft vorzubauen. Es muss deshalb Priorität haben, Gesundheitssysteme im sozialen Süden mit noch mehr im Engagement zu unterstützen und zu stärken und sie widerstandsfähig zu machen für zukünftige Herausforderungen, auch die klimabedingten. Und ich bin sehr froh, dass unser Gesundheitsministerium hier vorangeht und das Thema Gesundheitssysteme international zu stärken auch ein Schwerpunkt der deutschen G7-Präsidentschaft ist. Gerade unsere Ministerien, das BMG, das BMZ, leisten hier hervorragende Arbeit und lassen Sie uns sicherstellen, dass wir das in den Haushaltsverhandlungen auch adäquat stützen. Ich sage im Hinblick auf zukünftige Pandemien aber auch ganz deutlich, wir dürfen es nie wieder zulassen, dass in reichen Ländern schon junge und gesunde und damit weniger gefährdete Menschen geimpft werden gegen eine Pandemie, während das Gesundheitspersonal in armen Ländern für lange Zeit völlig ungeschützt ist und das eigene Leben riskiert. Das war eine der wichtigsten Fragen der internationalen Solidarität dieses Jahrzehnts, und wir hätten sie besser lösen müssen. Das hat Vertrauen gekostet, und dieses Vertrauen müssen wir zurückgewinnen. Und das ist nun ebenfalls eine Frage internationaler Verantwortung. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass globale Lieferketten gerade in einer globalen Krise funktionsfähig bleiben. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass gerade im Pandemiefall wichtige Arzneimittel auf allen Kontinenten produziert werden können und in ausreichenden Mengen sowie zu bezahlbaren Preisen zugänglich sind. Der WHO-Hub für mRNA-Technologietransfer und der Medicines Patents Pool können hier eine richtige Rolle spielen, und das unterstützt auch nochmal das deutsche Engagement in diesen Fragen. Und diese eine Nebenbemerkung mache ich hier, obwohl ich weiß, dass diese Debatten nicht so richtig von Erfolg gekrönt sind. Aber an dieser Stelle gegen die WHO als eine der wichtigsten Gesundheitsorganisationen, die wir haben, zu bashen und eben nicht anzuerkennen, was für eine große Rolle sie im Rahmen der Pandemiebekämpfung spielt und viel Verschwörungstheorien zu verbreiten, das ist genau das, was uns als internationale Gemeinschaft nicht stärkt. Und wir hier vor Ort können genauso froh sein, wenn diese Organisation uns mal wieder den Hintern rettet, meine Damen und Herren. Wir haben alles richtig gemacht, indem wir sie gestärkt haben. Auch dafür bin ich mehr als dankbar. Ich finde, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, vielen Dank. Die Rede haben wir ja gehört. Ich finde, und ich weiß, der Satz ist viel zitiert, Gesundheit darf kein Luxus sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sollten Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auch dann in ausreichendem Maße stattfinden, wenn sie keinen großen Gewinn versprechen. Für viele Krankheiten im sozialen Süden gibt es schon seit Jahrzehnten einen Mangel an adäquaten Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten. Der eklatante Mangel an neuen, effektiven Antibiotika stellt auf der ganzen Welt, selbst hier in Deutschland, derzeit eine Gefahr für die moderne Medizin dar, die dringend angegangen werden muss. Und ja, es ist, glaube ich, besser, sich an den Inhalten zu orientieren, als vielleicht auch mal einen Versprecher noch zu thematisieren. Das ist übrigens störend hier vorne. Danke. Ich bin aber auch der Ansicht, das möchte ich auch dazu sagen, dass die öffentliche Hand, und das hat uns die Pandemie gezeigt, in der Folgezeit vielleicht ein bisschen mehr mitreden können muss, wie viel ein Medikament am Ende kosten muss, welche Gewinne adäquat sind, auch vor allem, wenn die Gesellschaft die Entwicklung maßgeblich mitfinanziert und wenn Menschen im globalen Süden diese Medikamente unbedingt brauchen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, sind ein weltumspannendes Abkommen mit der Maxime, 2030 die Lebensbedingungen aller Menschen weltweit zu verbessern und damit ein Fundament für ein gesundes und würdevolles Leben zu bieten. Das war Virchows Ansinnen. Der neu ins Leben gerufene Virchow-Preis für globale Gesundheit wird zu diesen großen Ideen anspornen und herausragende Beiträge auszeichnen, die dem Wohle der Menschen dienen. Das brauchen wir heute mehr denn je. Wir wünschen diesem hehren Vorhaben alles Gute, viel Erfolg und vielen Dank. Und letzter Redner in dieser Aussprache ist Dr. Georg Kippels für die Unionsfraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich leite jetzt zu diesem Zeitpunkt gewissermaßen nahtlos zu dem Wochenende der Feierlichkeiten und zum Wochenende des wissenschaftlichen Austauschs über. Aber eingangs muss ich mir doch noch die Bemerkung erlauben, dass es eigentlich die Kunst der politischen Rede ist, zur rechten Zeit das rechte Wort und den rechten Ton zu finden. Und das ist am heutigen Nachmittag offenbar nicht allen, den meisten ja, aber nicht allen gelungen. Zum 14. Mal wird der World Health Summit am kommenden Wochenende hier in Berlin durchgeführt. Professor Ganten ist schon begrüßt worden. Er ist die Triebfeder, der Mentor und auch der unermüdliche Streiter für dieses Format. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass an diesem Wochenende 100 Nationen, 60 Sessions mit 300 Speakern und 6.000 Teilnehmern einen regen wissenschaftlichen Austausch hier in Berlin vornehmen werden. Es ist mittlerweile eine Marke für Berlin und ist eine Marke für die globale Gesundheit. Was aber noch wesentlich wichtiger ist, es ist eine Austauschplattform, bei der sich Wissenschaft, Forschung, Politik, Zivilgesellschaft und ja auch die Wirtschaft zu diesem Thema austauschen, weil alle Akteure in diesem Bereich unverzichtbar sind und alle Akteure sich sehr wohl selbstbewusst miteinander mit den Herausforderungen dieser Zeit auseinandersetzen. Die Würdigung von Rudolf Virchow mit der Preisvergabe ist eine gute Tradition für Deutschland der Gesundheitsforschung. Und ich glaube, es steht uns sehr gut zu Gesicht, diese Tradition anzuknüpfen und auch in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten uns mit diesem Thema zu befassen. Und es ist gelungen, in den letzten Jahren hierzu ein gutes Fundament zu legen. Aufbauend auf dem WAS hat es dann in dem politischen Betrieb seit der letzten Legislaturperiode den Tagesordnungspunkt globale Gesundheit mit ständig wachsender Frequenz hier im Plenum, aber auch in vielen politischen Gremien gegeben. Der Unterausschuss ist bereits genannt worden, aber wir haben hier auch 2019 noch unter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Global Health Hub Germany als digitale Austauschplattform ins Leben gerufen. Und ein besonders freudiges Ereignis war die Entscheidung der WHO, den Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin zu gründen und mit Dr. Chikwe einen profunden Datenspezialisten ins Amt zu heben, der mit modernster Technik die notwendigen Informationen sammelt, um in Forschung und Lehre den Kampf gegen alle Krankheiten dieser Welt aufzunehmen. Natürlich genießt im Augenblick die Infektionskrankheit bzw. die Infektionskrankheiten besondere Aufmerksamkeiten mit der Corona-Pandemie. Aber ich will an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass die vernachlässigten Tropenkrankheiten genauso wie die nicht übertragbaren Krankheiten eine Herausforderung für die Menschheit darstellen. Und gerade die internationale Zusammenarbeit, der Austausch von Wissen, Daten, Forschungsergebnissen, aber vor allen Dingen auch von innovativen Gedanken, wie wir es ja auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und BioNTech erlebt haben, ein wesentlicher Baustein für die Erfüllung der Herausforderungen und der Aufgabenstellung von dem Ziel 3 der Sustainable Development Goals sind. Wir müssen uns dieser Aufgabenstellung auch weiter versichern und verschreiben. Und ich glaube, dass hier im Hause eine gute Stimmung, jedenfalls ganz überwiegend, für diese Aufgabenstellung existent ist. Lassen Sie uns dieser Diskussion anschließen und auch morgen in dieser schweren Zeit gerade mit diesem Signal der Hoffnung und mit einem Signal der Kompetenz und der Einsatzbereitschaft von vielen Streitern den Kampf gegen die vernachlässigten Tropenkrankheiten, gegen Infektionskrankheiten und gegen vieles mehr aufnehmen und fortführen und dies alles im Zusammenwirken hier an dieser Stelle und den Initiatoren und vor allen Dingen dem Preisträger ein Dank und ein herzlichen Glückwunsch für die geleisteten Arbeiten. Wir sehen uns wieder auf der Tagung. Ich freue mich auf den Austausch und die Gespräche und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Schluss der Debatte nur noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir vereinbart haben, dass keine Film- und Fotoaufnahmen von laufenden Debatten verbreitet werden. Und da wir jetzt auch über Gesundheit gesprochen haben, möchte ich Ihnen auch ein schönes Wochenende.